Guten Morgen! Der Begriff Speziesismus ist ja mittlerweile durchaus gängig. Aber nur um alle auf eine Ebene zu holen, kurz die Erklärung: Dass Speziesismus bedeutet, dass man einige Arten von Lebewesen diskriminiert. Also zum Beispiel nicht der Spezies Homo sapiens, also dem Menschen, angehört und deshalb gegessen werden können. Der Speziesismus ist sicher ein eigenes Video wert, aber heute soll es um die argumentative Stringenz des Vorwurfs des Speziesismus von Veganern gehen, die aber in einigen Dingen oftmals selber Speziesisten sind. Es ist also wieder mal Zeit für etwas Demut und eine Geschichte, die ich Euch erzählen möchte, die real ist und wo ihr Euch selber hinterfragen könnt, wie Eure Meinung ist und ob es auch noch andere Beispiele gibt, die Euch einfallen, wo Veganer, die ja immer dem Fleischesser Speziesismus vorwerfen, sich diesen Vorwurf eigentlich selber gefallen lassen müssten. Nochmal deutlich, ich mache dieses Video nicht, um einen Veganer zu dissen oder generell Veganer zu dissen, sondern um einfach mal wieder klar zu machen, dass Veganismus nicht bedeutet, dass man oft selber frei von diesem Vorwurf des Speziesismus ist. Dies ist ein Denkanstoß. Seid eingeladen, mit mir zu diskutieren. Also, ich gehe mit einem jungen veganen Papa, der Anhänger einer freien Erziehung von Kindern ist. Das bedeutet, dass Kinder nur wenig bis keine Grenzen gesetzt werden, dass eben das Kind nicht klassisch erzogen wird, was bedeutet, dass gewisse Verhaltensweisen innerhalb einer Gesellschaft antrainiert werden, sondern dass das Kind Dinge tun darf, die gesellschaftlich auch etwas aus der akzeptierten Norm fallen und sich eben frei entwickeln können. Nun sind wir an einem Supermarkt vorbeigegangen und davor war ein Hund, der die ganze Zeit laut gebellt hat. Wahrscheinlich weil sein Frauchen und sein Herrchen im Supermarkt einkaufen war, während er draußen angebunden war. Der Kommentar vom veganen Papa war: Furchtbar! Auf meine Nachfrage hin, was denn so furchtbar war, kam die Antwort, dass man doch den Hund erziehen müsste, dass er nicht die ganze Zeit rumkläfft oder analog irgendwas den Gehsteig scheißt, dass er erzogen werden muss. Ihr wisst schon, wohin die Reise hingeht. Ich habe ihn dann gefragt, warum die Prinzipien, mit denen er seine Tochter erzieht, nicht auch für die Hunde gelten dürfen. Warum dürfen Hunde analog dem schreienden Kind nicht auch bellen, wenn sie unzufrieden sind? Warum darf man sich seiner Meinung, die der vegane Papa vertritt, mit zwei schreienden Kindern in ein Restaurant setzen und damit alle umliegenden Restaurantbesucher beschallen, und ein Hund hat die Klappe zu halten und muss anständig erzogen werden, wenn er in dasselbe Restaurant geht? Warum hat das Kind das Recht, seine Gefühle durch das Schreien Ausdruck zu verleihen, aber ein Hund nicht? Was ist das für eine Logik? Was ist das für eine fehlende Stringenz in der Logik? Und ich persönlich, nur mal meine persönliche Meinung, ich finde, Hunde sollten bellen dürfen und Kinder sollten schreien dürfen. Aber das ist nur meine Meinung. Deswegen hatte ich ihn auch sofort darauf angesprochen, weil ich das Bellen des Hundes nicht als unangenehm empfinde. Ne? Auch ein Schreien des Kindes ist für mich nicht unangenehm. Ne? Es ist nur gesellschaftlich konditioniert, dass es vor allem unangenehm ist. Deswegen auch jetzt meine Argumentationsführung. Aber wie gesagt, was ist das für eine Logik, als Veganer sich für freie Kindesentwicklung und anti-autoritären Lebensstil auszusprechen, dieses aber anderen fühlenden Lebewesen, die sich ebenso entfalten wollen, zu verweigern? Warum muss ein Hund an der Leine geführt werden und bei einem Kind, was gerade im Kleinkindalter, gerade bei antiautoritärer Erziehung wahrscheinlich viel mehr Schaden anrichtet, es schon ein Affront ist, das Kind gar anzufassen oder es gar wegzuziehen? Ne? Ich stelle mir da gerade bildlich vor, wenn man eine Stichprobe macht mit 1000 Veganern, wie diese auf die Situation reagieren, wenn ein Kind öffentlich auf der Straße andere Menschen anschreit, um seinen Gefühlen Luft zu machen, und die Mama und der Papa daneben steht und sagt: Ach Malte, hör doch bitte auf zu schreien. Das ist jetzt wirklich nicht notwendig. Wir finden dafür bestimmt eine Lösung. Und wenn andererseits ein Hund genauso laut die Leute ankläfft und der Besitzer in derselben Tonart mit dem Hund spricht, also lieb und verständnisvoll, was denkt ihr, wie hoch das Verständnis auf, in beiden Szenarios der Veganer ist? Ich bin vollkommen überzeugt, dass sehr viele Veganer, gerade weil die Veganer so mitfühlend sind, aber eben in erster Linie den Menschen mitfühlen, obwohl sie natürlich für sich beanspruchen, mitfühlend mit den Tieren zu sein, aber nein, sie essen sie nur nicht, und das ist in ihrem Gehirn drin. Das ist die einzige Konditionierung, die oft in vielen Gehirnen drin ist. Aber sie denken in solchen Situationen, sie haben nicht das grundlegende Mitgefühl für Tiere, sie haben das erlernt, den Veganismus. Ne? Und in dieser Situation werden sehr viele Veganer zum Speziesisten. Und nur nochmal zur Klarstellung, hier geht es nicht darum,
irgendwie in einer Form anti-autoritärer Erziehung ja, zu beleuchten. Zur Erziehung habe ich ja schon mal ein Video gemacht, siehe oben in den Infokarten. Für mich, ich bin da weder dagegen noch dafür, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich generell bevorzuge einen Mittelweg, aber wie gesagt oben in den Infokarten zur Erziehung. Es geht auch nicht darum, ob jetzt Hunde von Menschen gehalten werden sollten, ne? Also das ist auch eine eigene Diskussion, sondern darum, dass wir oft beim Essen die Flagge des Antispeziesisten hochhalten und die Fleischesser entsprechend kritisieren und diffamieren, weil wir uns eben über das Essen der Tiere Gedanken gemacht haben, aber in anderen Lebenslagen wie das Bellen eines Hundes und damit den Wunsch nach strengerer Erziehung, Zucht und Ordnung und vor allem strenger als wir das beim Menschenkind machen, da muss man kein Fan von anti-autoritäre Erziehung sein, aber viele Veganer legen die Latte der Erziehung eines Hundes höher als die Erziehung eines Kindes und das ist nicht stringent. Ne? Und das ist dann im Endeffekt wirklich eigentlich Beweis dafür, dass wir alle von der konditionierten Weise her Speziesisten sind, ne? Weil wir es so gelernt haben. Unser Gefühl sagt uns natürlich, oder mein Gefühl sagt mir, dass Tiere gleichberechtigt sind. Aber wir haben Verhaltensweisen einfach gelernt. Wir hören den Hund bellen und dann Scheiße, da sind schon erzogen worden. Ne? So ist es. Und dieser Zusammenhang soll uns jetzt nicht zeigen, wie scheiße wir sind. Es soll einfach auch etwas Verständnis und auch etwas Demut für Menschen entwickeln, die sich eben noch keine Bewusstheit für eine gewisse Situation aufgebaut haben. Wie zum Beispiel die Menschen, die eben Tiere essen, ne? Die sich da noch nicht bewusst darüber geworden sind. Wie gesagt, ich bin jetzt überzeugter Veganer. Ich war mir aber einfach bis vor anderthalb Jahren nicht bewusst darüber. Ich hab mir das nicht bewusst gemacht. Aber ich habe das Potenzial in mir. Und genauso hat meiner Meinung nach die Mehrzahl der Menschen das Potenzial in sich, Veganer zu werden. Ne? Es muss ihnen einfach bewusst gemacht werden. Und das geht nicht, indem man ihnen sagt, hey, das ist scheiße und so weiter. Sondern indem man wirklich selber erstmal erkennt, dass man selber auch zum Beispiel jetzt ein Speziesist ist. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch ein Speziesist ist, dass keiner in allen Sachen adäquat reagiert, weil man sie sich wirklich bewusst machen muss, was man gelernt hat. Und wir hatten so viele Situationen, wo wir gelernt haben, Speziesisten zu sein. Und deswegen ein bisschen Demut, ein bisschen ja, Kritik an sich selbst bringen und daraus dann auch ein Verständnis für die Fleischesser zu generieren. Auch wenn die ihre Wurst im Mund haben und sagen, ist toll und so weiter. Sind einfach nicht bewusst geworden. Ne? Und das gilt natürlich nicht nur für euch, sondern das gilt auch für mich. Ich sag das immer wieder. Ne? So ein Video, ich bin nicht das Video. Das Video verlinke ich oben in den Infokarten. Ich kann es gar nicht häufig genug sagen. Ne? Ich mache mir das selber auch immer wieder bewusst. Ich bin selber auch einer, der auch oft zu einem Fleisch, also gerade wenn der besonders aggressiv oder arrogant rüberkommt, den dann auch nicht, da auch nicht Mitgefühl walten lässt. Aber es ist angebracht. Es ist angebracht. Ne? Man ist einfach auf einer anderen Stufe der Bewusstheit. So, ich wollte also nur ein bisschen anregen, einfach die eigene Einstellung etwas kritischer zu betrachten und auch eben Verständnis für Menschen aufzubauen, die ihre Bewusstheit bezüglich des Speziesismus eben noch nicht erlangt haben. Am Donnerstag 21 Uhr wieder der Live-Talk aus dem Bett und die Möglichkeit für euch anzurufen. Warum ich aus dem Bett jetzt mache, ist ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit Freunden skype oder mit anderen YouTubern, dann brauche ich das auch immer aus dem Bett. Und warum sollte ich jetzt mit euch da irgendwie mich auf den Sessel hinsetzen und irgendwie jetzt irgendwas was darstellen, was ich sonst nicht mache? Das ist Quatsch. Von daher, ich bin im Bett meistens und meistens im Bademantel oder nackt und deswegen bin ich nicht nackt, weil das gegen die YouTube-Richtlinien verstößt. Aber ich bin einfach so wie ich dann bin, mach einfach die Kamera an, bin eine halbe Stunde für euch da und ja, und dann geht es einfach darum, dass ihr die Möglichkeit habt, mit mir anonym zu reden und ihr euch Dinge von der Seele reden könnt oder einfach ja, für euch interessante Themen mit mir besprechen könnt oder auch mal Fragen an mich haben könnt.
Wie dieses geht, dass ihr mich anrufen könnt, das habe ich euch schon mal in einem Tutorial vorgestellt. Das findet ihr oben in den Infokarten. Die Kurzversion ist, einen Google Chrome Browser installieren, dort das Google Hangout und dann mich per Skype einfach anschreiben, was ihr natürlich auch installiert haben müsst. Und da gebe ich euch den Link für den Hangout und den könnt ihr dann unter dem Google Chrome Browser öffnen und dann könnt ihr mit mir reden. Ich bin von 21 Uhr bis 21.30 Uhr auf jeden Fall online. Wenn bis dahin keiner anruft, gehe ich offline, aber wenn sich Gespräche entwickeln, dann ist dieses Format Open End. Das längste waren glaube ich 3,5 Stunden, wo der Live-Talk mal ging. Und ja, das nur mal als Information. Ich wünsche euch einen liebevollen Tag, macht euch Gedanken, ich bin gespannt auf euer Feedback bezüglich der Speziesisten-Sache und des Szenarios und was ihr dazu zu sagen habt. Und ob ihr erkennt, dass ihr auch Speziesisten seid, ob ihr vielleicht das ein oder andere Beispiel auch nennen könnt und damit auch wieder ein bisschen Inspiration in die Welt hinaustragt. Macht's gut, euer Christian.